Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout Shelter. Wir haben eine Woche insgesamt hinter uns gebracht. Ist okay, glaube ich, die Bewertung. Wir haben eine weitere Lunchbox verdient. Das freut mich natürlich sehr. Ist jetzt 3-4 Tage her, glaube ich. Da habe ich reingeguckt. Wir snacken uns einfach mal eben alles, was es so gibt. Wir haben keinen Strom, wir haben kein Wasser. Ist doof. Aber Kommentare habe ich natürlich gelesen. Wir machen einmal das und wir machen einmal das. Und wir machen einmal das. Da kommt jemand Neues mit einem S. Wo brauche ich S? S, ups. Brauche ich natürlich nicht hier. Ja gut, ich dachte, nee, warte mal, S ist hier, ne? Ja. Du kommst erstmal hier mit rein. So, ihr beiden dürft natürlich eintreten. Also wenn ihr nicht dürft, wer sollte es sonst also dürfen wollen tun? Ne? Ist klar. Ich habe, glaube ich, nicht... Okay, wir sammeln erstmal. Ja. Nicht genügend Lagerplatz. Achso, scheiße. Muss ich jetzt Sachen verkaufen? Will ich aber gar nicht. Okay. Momo... Oh, scheiße. Oh. Ist jetzt nicht unbedingt sein Ernst, oder? Geile Waffe. Der hat normale Gegenstände verkaufen. Er hat jetzt die Waffen verkauft und die Rüstung. Alles klar. Gut. Warum nicht? Das habe ich da. Warte mal, scheiße, das habe ich ja irgendeine hier reingesteckt, die jetzt wieder raus kann. Ach, das sind ja. Warte mal, nee. Sind hier so wenig Leute drin? 4 von 6 nur? Eieieiei. Ich weiß, dass da zu wenig drin waren, aber ich dachte, da sind mehr drin als das. Dann schicken wir sie natürlich mal rein. Was ist denn mit ihm eigentlich? Ich könnte gerade echt ein bisschen kotzen. Er hat nur, ich dachte, er verkauft den Schrott. Aber gut. Hat er wohl nicht. Könnte ich ein bisschen kotzen gerade. Naja. Wenn man halt irgendwas klickt. Wo ist denn die neue geile Waffe? Wo ist denn dieses... Hä? Doof. Da kann ich noch nicht bauen. Aber sie müsste mir doch wenigstens angezeigt werden. Ich habe doch einen geilen, hier. Mhm. Aha. Ich habe doch dieses komische Gewehr, oder, wann, hä? Hä? Hm. Gut. Ja. Das ist natürlich ärgerlich. Strom sieht gerade ein bisschen scheiße aus, aber ist kein Problem. Wir haben eine neue Lunchbox. Wir werden die einfach mal eben öffnen. Und gucken einfach, was da drin ist. Wir freuen uns immer über Lunchboxen. Wir haben ein Stimpack drin. Das ist toll. Wir haben einen Buchhalter-Outfit mit P+. P brauche ich hier beim Wasser. Das ist nicht schlecht. Wir haben Kronkorken drin, 100 Stück. Und awesome! Ein Laborglaskolben. Habe ich mir schon immer gewünscht. Ich glaube, das ist sogar ganz gut, weil das funkelt so schön. Aber ja. Ich hatte gehofft, was anderes. Aber gut. Eine Soldatenuniform, okay. Da ich ja gerade einfach so, weil ich es kann, Uniform rausgeschmissen habe, ist das ja kein Problem. Guck mal, hier sind sogar Waffen drin. Warum kann ich die nicht einfach benutzen? Oh, nee, du kannst hier bleiben. Ich kann ein weiteres Gebäude bauen, weiteren Raum bauen. Okay, interessant. Eine Outfit-Werkstatt. Na, guck dir mal einer an. Ist ja toll. So, lass mich doch mal kurz gucken. Ne, hier brauche ich S. Hier brauche ich P. P, meine Freunde, P. Er hat ja gar nichts an. Ich würde sagen, er bekommt das hier. Awesome. Allerdings fehlen hier Leute. Einer fehlt noch. Ich brauche noch einen, der P irgendwas kann. Irgendwas. Ihm geht's nicht so gut. Das ändern wir natürlich gleich. Aber erstmal noch nicht. So. Wir brauchen mal eben das. Er ist in der Wasserbehandlung natürlich. Er ist im kleinen Kraftwerk. Sie ist im kleinen Kraftwerk, weil sie ist einfach überall gut. Ja. P, P, Restaurant. Weil A besser ist natürlich. Ja. P. Okay, warte, da kam das Geräusch. Wo ist der Sack bei mir immer? Irgendwo muss der dieser komische Typ sein, ey. Aber er ist irgendwie... Ich finde ihn immer nicht. So.
Diese Musik bedeutet nämlich, dass der Fremde kommt und wenn ich auf ihn draufklicke, jetzt schaltet sich so langsam aber sicher der Strom ab. Was nicht so gut ist, möchte ich meinen. Aber ja, mein Gott, machst halt nichts. Verstehst du? Ich habe auch keinen, der gut ist. Also ich habe keinen, wo ich sage, boah, heilige Scheiße, der ist aber geil. Kaffeepause heißt, die machen gar nichts. Du kommst jetzt hier rein. So, laufen wir da hin. Lass dich mal kurz auswählen. Wir gucken mal, haben wir noch irgendwas, was P steigert? Nee, natürlich. Na ja, gut, das. Strahlenschutz. Er läuft mit dem Strahlenschutzanzug hier rum, weil er hat ein bisschen Angst vor der Welt. Das ist völlig normal. Ja, das ist normal. Man braucht sich da auch keine Sorgen machen. Es ist vollkommen in Ordnung. Kannst du irgendwas? Nee, kannst du nicht. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Die Frage ist, ich kann ihm natürlich was geben. Wie das hier. Er ist jetzt auch ein Militärmann. Er gehört jetzt hier hin. So, läuft. Okay, dann lass mich gucken. Mehr kann ich hier auch im Moment gar nicht machen. Natürlich, er ist einfach, ne? Es geht ihm, glaube ich, wieder gut. Er ist nicht ganz glücklich. Kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Aber gut. Was ist denn hier? Ach so. Ich hole mir natürlich meine 200 Kronkorken ab. Sammle 5 Schrottteile. Na, wäre das mal früher gekommen. Auch das, wäre das mal früher gekommen. Ich habe da schon so viele Babys auf die Welt gebracht. Unglaublich. Führe den Thermomodus erfolgreich in 10 Räumen durch. Das kriegen wir auch irgendwie hin. Ich hatte nämlich sowieso mal überlegt, ich mache mal hier eben den Tempomodus an. Weil, naja, nicht wahr? Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Strom. Ich sehe das auf jeden Fall kommen. Und es läuft. Es läuft einfach. Und weil wir gerade so eh im Temporausch sind, ich würde sagen, wir machen auch hier einfach eben mal den Tempomodus. Mein Gott. Hat natürlich nicht funktioniert. Es brennt. Oh mein Gott. Es brennt. Das ist jetzt ziemlich doof. Jetzt lass mich mal kurz gucken, während die hier machen. Ja. Lagerplatz. Das ist in meinem Lager drin. Das finde ich natürlich super toll, dass das in meinem Lager drin ist. Aber ich habe so eine andere Frage. Wie kriege ich denn rein theoretisch jetzt... Ja, ja, die machen das schon. Die freuen sich. Die sind einfach hochmotiviert dabei. Finde ich gut. Streichen gleich noch alles neu. Wir machen einfach nochmal Tempomodus. Das muss ja irgendwann klappen. Siehste, sage ich doch. Wasser müssten wir nochmal machen. Komm, wir machen es nochmal in der Wasserbahn. Ich meine, was soll's. 41%. No risk, no fun. Es funktioniert einfach immer wieder. Er hat 11 Stück. Ah, nee, das ist insgesamt. Wie kriege ich denn das von ihm jetzt raus? Oder er hat es einfach dabei. Das kann sein. Gut. Ja. Nein. Oh, bleib doch hier. Nein. So, du gehst hier wieder zurück. Wollt ihr mich alle hier... Seid ihr dumm? Geh wieder hier rein. Und du geh auch wieder hier rein. Seid ihr irgendwie blöd oder was? Geh einfach hier hin. Alter, ich hasse das. Warum drücke ich aus Versehen immer auf irgendwelche Leute? Was macht sie? Du sollst da reingehen jetzt. Verdammte Scheiße. Mann, ey. Was trainieren die denn hier überhaupt? Ah, sind die schon besser geworden bei A? Naja, es geht. Sie irgendwie nicht so. Und dabei sind die hart am Trainieren, schon seit 5 Jahren durchgehend. Ja, mach hier einfach mit, ist mir egal. Mach einfach, du kriegst das hin. Ja gut. Ich finde ein wenig fragwürdig, dass ich diese Waffe... Ich habe einen Bauplan bekommen. Wo ist der? Wo ist der Bauplan? Für eine Waffe, die gar nicht mal so scheiße war. Ich sehe sie nicht. Ich bin nicht blind, aber ich sehe sie nicht. Gut. Dann machst du halt nichts. Die leveln hier schön auf. Wir haben über 3000 Kronkorken. Ich weiß schon gar nicht, was ich mit den Kronkorken machen will. Ich zerstöre schon mal das hier, weil... Ne? Was soll's. Wir gehen mal ganz kurz in unser kleines Bürochen. Wir gucken uns mal die Quests an, die es so demnächst gibt. Das finde ich gut.
Moment, bevor ich das mache, jetzt machen die aber ganz schön viel Brimborium um sich. Es gibt eine Waffe und eine Rüstung. Ist schon mal geil. Oh, die Footballbande, guck mal. 1 von 3, das heißt, es gibt natürlich mehrere Sachen. Wir haben sogar... Oh, warte mal. Ich probiere das gleich. Reise zum Mittelpunkt von Voltopolis. Aha. Ach, das ist auch Paula Plumpkin. Na, das finde ich natürlich gut. Gibt einen Baseballschläger und 2 von... Er ist schon wieder da. Wo ist der kleine Pisser? Wo ist der? Der ist der? Nee. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Jetzt ist er weg. Oder steht der hier vor der Vault? War er das? Nein. Das wäre Quatsch. Ach, ist mir auch egal. So, pass auf. Es gibt ein paar schöne Sachen. Die werden wir auf jeden Fall weitermachen. Paula ist in Not. Wir müssen... Das sind 15 Stück, die will ich auf jeden Fall durchkriegen. Hier habe ich auch schon ein paar. Die will ich auch gerne durchkriegen. Ich kann... Oh, Mann. Ich habe eine gute Idee. Kann ich nicht machen. Wenig Lagerplatz. Schnauze. Ja, dann verkauf Sachen, ey. Was weiß ich hier... Keine Ahnung. Verkauf einmal das hier. Gut, verkauf alles. Also heute bin ich aber auch hammer gut im Klicken, ne? So. Heute bin ich klickgeil. Okay, wir haben wieder ein bisschen Platz. Ist alles gut. Ich würde jetzt gerne Leute auf irgendeine Quest schicken. Das ist 2 Stunden, das würde ich eigentlich gerne machen, weil das ist nur eine begrenzte Zeit und die haben wir ja immer. Ja? Allerdings gibt es hier natürlich auch wieder Nuka, Quantum Cola und hier so, ne? Aber ich würde sagen, wir machen das jetzt. Ich meine, klar, wir schließen das nochmal. Die brauchen... Achso, das ist das, was die mitnehmen? Die Leute, oder was? Ja, ich denke, das ist schon okay. Jetzt mal ehrlich, wen sollen wir bitte andere schicken als die? Ich brauche eigentlich gar nicht zu fragen, oder? Eben. Ist ja wohl klar, die beiden, das ist einfach, ne? Das ist unser Dreamteam. Und deswegen werden die auch natürlich diese Quest wieder machen. Ist ja logisch. So, los geht's. Wir sind da. Tralala. Und wenn das nicht so lange dauert, dann können wir noch eine andere Quest machen. Mir wurde ja auch gesagt, ich kann die natürlich auch hier durchziehen und so blabliblub. Das geht, klar geht das. Das ist aber auch gar nicht das, was ich meinte. Oh. Oh, schon wieder Ghoul. Ich raste aus, ne? Das sind vor allem immer 3, man sieht die gar nicht. Ich brauche Ausdauer. War das Ausdauer? Ja, ne? Damit ich schneller schießen kann. Ich glaube, ich muss die einfach mal ein bisschen auf auf Ausdauertraining schicken, weil... Ne? So, ich mach die mal einmal voll. So, eine geile Lupe. Nice, eine Lupe, du da... Oh. Das ist natürlich mal entspannt, ja? Gegen die ganzen anderen Viecher mal einfach ein paar Raider, die man hier im Kopf kürzer machen kann. Das finde ich natürlich sehr angenehm. So, der ist schon mal tot. Und so. Zack, die ist tot. Ja, die ist tot. Mal gucken. Wenn ich es schaffe, werde ich... Ja, wobei, ich muss mal gucken. Oder das mache ich in der nächsten... Wäre auch eine Möglichkeit. Einfach die nächste Quest machen. Für Paula Plumpkin. Oh, 2 Stimpacks. Das ist natürlich cool. Stimpacks nehme ich gerne mit. Gehen erstmal nach oben. So. Ach, kleine Maulwurfsratten ist ja kein Problem, das kriegen wir hin. Da kann man einmal auch mal quer durch den Raum laufen. Überhaupt kein... Ja gut, das war doof, aber egal. Quer durch den Raum laufen, ist ja egal.
Wen interessiert, sage ich mal. Wen interessiert, ne? Mehr Stimpaks, mehr Redaway. Läuft bei den beiden. Ein bisschen Stimpaks. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. So, mal gucken, ob wir hier oben finden oder bestimmt noch ein paar Ghule oder so. Ja. Oh, das Gaussgewehr. Ich hatte echt mega Glück mit dem Gaussgewehr, dass ich das gefunden habe. War schon echt ein bisschen lucky. Weil ohne dem wäre es wohl nicht so schön. Ja, krieg da. Kein Problem, ich habe so viel dabei, ey. Weil ich habe ja tatsächlich ein paar davon bekommen. Boah, fünffacher Schaden, bam, ein Schuss, tot, tschüss. Ich krieg hier einfach noch mehr. Finde ich gut. Das finde ich gut. Brauche ich gar keine. Ich brauche dem nicht. Oh. Glück und Segen. Ich fürchte schon. Ich fürchte schon, niemand würde mein Signal empfangen. Ja, doch, ich. Wir wurden von einer Raiderbande überfallen, die ich noch nie zuvor gesehen habe, weil du keinen Spiegel hast, vermutlich. Sie haben dauernd über etwas gesprochen, das sie den Supercup nennen. Sie haben meine Schwester. Bitte! Ihr müsst ihr helfen. Weißt du, wo sie hin sind? Supercup, scheißegal. Antworte. Los. Sie zogen zu einem Gebäude in der Nähe. Bestimmt haben sie nach etwas gesucht. Bam. Bam, bam, bam. Ein neuer Anstrich, ein paar Blumen, dann sehe ich es ja wieder. Okay. Vergiss es. So, noch eine Weapon. Wir werden natürlich jeden Raum hier... Ach, guck mal, das sind Raider. Die haben wohl vergessen zu gehen. Naja, das passiert wohl. So, piu, piu, piu. Und tschüss. Sop, sop und sop. Und jetzt gehen wir hier runter. Habe ich ihn da runtergezogen jetzt? Nein. Dann ziehe ich dich hier runter. Wir gucken uns natürlich die komplette Vault an. Obwohl wir natürlich schon gehen könnten. Ist ja gar keine Vault, ist ja einfach nur ein Gebäude. Wir gucken mir aber natürlich alles an. Weil, klar. Das Kellerschein, das müssen wir uns auch noch anschauen. Ist klar, ist klar, ist klar. Drei Ghule, natürlich. Drei Ghule wieder, ist klar, ne? Da ist der Kopf einfach weg, so finde ich das gut. Greif mal hier an. Gönn dir, gönn dir. Wir haben so viel von dem Schmarrn. Gar kein Problem. So, Kronkorken nochmal ein paar. Nochmal das. Und weiter geht's. Vor allem, ich kann das sogar dann wieder überspringen. Das heißt, sie sind schneller wieder zu Hause. Wahnsinn einfach. Weil zwei habe ich noch. Passt. Und solange ich die habe, werde ich die einfach auch benutzen. Fünffacher Schaden, bam, tot, tot. Alle müssen sie sterben, noch ein bisschen Schrott. So, weiter geht's. Also diese blöden Ghule immer, ne? Finde ich nicht in Ordnung. So, das dauert halt noch ein bisschen. Der eine ist dood. Du brauchst. Ja, kriegst du. Hier, machen wir so. Machen wir mal so. Ist ja kein Problem. Kriegst einfach noch eins. Verdammt, das hätte ich vielleicht einen Ticken später machen sollen. Und da sind nochmal Kakerlaken. Ja, gut. Das ist jetzt nicht die große Herausforderung, möchte ich meinen. Diese Kakerlaken werden wir wohl. Töten. Ja. Rüstung. Noch eine. Cool. Doch, wir haben alles durchgeguckt. Können wir zurück. Zurück zur Vault. Yo. Miau. Zurück zur Vault.
Es wird ja jetzt eigentlich ein bisschen dauern, aber ich kann es, wie gesagt, noch einmal beschleunigen. Danach halt leider nicht mehr. Bevor ich das beschleunige, mache ich erstmal das hier. Und das und das und das und das. Ja, gucke mal, das ist doch alles Wunderbärchen. Weil die brauchen mir, glaube ich, zu lange. Die brauchen eine Stunde. Ne. So. Wir sammeln alles natürlich. Ja, ja, wenig Lagerplatz, wie immer, ne? Wie immer, kein Problem. Ich glaube, ich werde... Nee, ich will noch warten. Ganz ehrlich. Ich will jetzt nicht alles raushauen. Weil... Nee. Ach, ich habe gar keine Lunchbox, verdammt. Ich würde mir gerne Lunchboxen kaufen. Auf dem Handy habe ich das damals gemacht, ne? Weißt du, sammeln auf Quest aus der... Ich krieg ein Tier... Okay, wir müssen eine Quest machen. Ist mir scheißegal, was für eine. Ich mache jetzt noch... Nee, ich mache jetzt keine Quest. Ich mache noch eine Quest. Aber erst in der nächsten Folge, glaube ich. Weil einfach, das ist halt so, wie das, ne? Die brauchen ja mehr A. War das A? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es kann sein. Ihm könnte ich eigentlich mal ein neues Outfit spendieren. Was hat er denn? Ich meine, guck mal, das bringt ihm Lack 3. Okay, Lack 3 ist gut eigentlich, ne? Das macht S4, Sportfan-Outfit. S4, Stärke, ist natürlich nicht schlecht. Und Lack 1, das wäre jetzt das, obwohl ich sage, nee, das kann, nee, das kann ich nicht bringen. Einfach, weil Mr. Monroe, der eigentlich Mr. Moore heißt, der muss das tragen. Es ist halt einfach so. Es ist, wie es ist. Ich kann es auch nicht ändern, leider. Was ich mal machen könnte, Produktion und Lagerung, warte mal, Produktion, plus 14. Okay, gekauft. Und hier würde ich fast behaupten, mache ich das auch, weil plus 6, gut, ist jetzt nicht so viel, aber trotzdem, ich habe ja doch ein kleines Defizit bei Strom und, ne, deswegen bringt das schon was. Und, guck mal, es sieht schon sehr schick aus, ne, wie sich das dreht und so. Mann, das ist schon toll. Ja. Ich würde sagen, für die Folge haben wir es dann auch hinter uns gebracht. Hier ist... Achso, wir haben gar keinen Strom. Scheiße. Ich warte mal noch kurz diese 34 Sekunden. Aber im Prinzip haben wir es damit. Ich werde, glaube ich, gleich noch eine Folge aufnehmen. Ich möchte noch eine Quest machen. So. Ich kann schon mal gucken, was haben wir. Wir haben natürlich die 2 von 3. Die ist nur begrenzte Zeit machbar. Deswegen will ich da natürlich auch so schnell, wie es nur irgend geht, hin. Aber ich glaube... Oder mache ich das? Mache ich... Wobei, das sind 3 Stunden. Das kann sein, dass ich dafür mehr als eine brauche. Dann bringt mir das ja auch nichts. Ich mache, glaube ich, das Porta in Not. Das sind 15 Stück. Ich meine, da kann man ja mal ein bisschen hier so... Weißt du? Und, naja. Ich sag jetzt mal so. Warum nicht, ne? Wobei das meine Wochenquest wäre. Das wäre auch nicht schlecht. Ich meine... Ja, es wäre schon cool. Gibt 5 Stück, aber das dauert 17 Stunden. Bis ich da bin, weißt du. Nee, ich mach das hier. Ich kann sie hinschicken, leider nicht mehr zurück. Das ist ein bisschen schade. Aber wenn die dann wieder zu Hause sind, kriege ich ja wieder 2. Dann könnte ich das machen, da brauche ich bestimmt 2. Und wenn die dann zurück sind und... dann ich das noch geschafft habe, könnte man das machen, weil da kriegt man 5 Stück. Das ist schon recht schick, ne? Und ich muss unbedingt irgendwie mein Aufseherbüro ein bisschen verbessern. Alles gut. Man, alles gut. Okay, ich muss hier einmal den Tempomodus nochmal reinknallen. Und ist erfolgreich, natürlich. Es läuft. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ihr steigt noch jeweils ein Level. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein.